Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 26 von Mittelerde Lore. Und in dieser Folge geht es um Bruchtal, der Sitz von Elrond und einer der letzten großen Zufluchtsorte der Elben am Ende des dritten Zeitalters. Bruchtal ist nun auch als Imladris bekannt, was tiefes Tal der Spalte bedeutet, und wurde auch als das letzte gemütliche Haus östlich des Meeres bezeichnet. Und es befand sich in einem verborgenen Tal am Rande der Nebelberge, am Oberlauf des Flusses Bruinen, was auf Elbisch Lautwasser bedeutet. Der Weg nach Bruchtal führt nun durch viele verworrene Klüfte und über kleine Bergpfade, die außer für Freunde der Elben nur schwer zu finden sind. Erreicht man aber das verborgene Tal, so findet man von steilen Felswänden umgeben und im Schatten der Nebelberge das Haus von Elrond. Imladris ist nun bei weitem nicht so groß, wie es die alten Elbenstädte in Mittelerde waren, wie etwa Doriath oder Gondolin einst. Dennoch war Bruchtal aber eine wichtige Siedlung der Elben, mit kleineren und größeren Hallen und Türmen, mit Gärten und Terrassen, die sich aber alle zu einem großen Komplex zusammenfügten. Die geringe Größe von Bruchtal und der kleine Raum, auf den sich die Gebäude drängten, ist wohl auch der Grund dafür, warum Imladris am Ende des dritten Zeitalters auch Elronds Haus genannt wird. Die Gründung von Bruchtal geht nun auf die Mitte des zweiten Zeitalters zurück, auf das Jahr 1697. Zu dieser Zeit befanden sich die Elben im großen Krieg gegen Sauron, der nur wenige Jahre zuvor den einen Ring geschmiedet hatte. Nun marschierte Sauron mit seinen Orks gegen Eriador, um das Land dort zu unterwerfen. Doch auch die Elben waren kampfbereit. Einer ihrer großen Anführer war dabei Elrond, der ein Heer von Elben aus Lindon von den Grauen Anfurten her anführte. Er war von Gil-galad ausgeschickt worden, um den Elben von Eregion beizustehen, die von Sauron bedrängt wurden. Elrond aber kam bereits zu spät. Im Jahr 1697 zerstörte Sauron Ost-in-Ethil, die Hauptstadt von Eregion, und tötete unzählige Elben dort. Einige der Überlebenden erreichten aber, geführt von Celeborn, Elronds Armee. Gemeinsam stellten sie sich nun den Orks entgegen und versuchten diese aus Eregion wieder zu vertreiben. Doch auch hier konnten die Elben keinen Sieg erringen. So wurde Elrond zur Flucht gezwungen. Und mit seinem Heer zog er sich nach Norden, an den Oberlauf des Bruinen zurück. Dort am Fuß der Nebelberge verschanzten sich die Elben gegen Sauron und seine Diener. Und um sich zu schützen, erbauten sie in dem Tal, das sie gefunden hatten, die Festung Imladris. Dieses frühe Bruchtal des zweiten Zeitalters sah nun vermutlich aber dem Bruchtal, das wir am Ende des dritten Zeitalters sehen, nicht unbedingt besonders ähnlich. Es handelte sich dabei um eine starke Festung, die die Elben noch dazu unter größtem Zeitdruck durch die anrückenden Truppen von Sauron erbaut hatten. Und da Bruchtal zu dieser Zeit auch ein großes Heer aufnehmen musste, kann man annehmen, dass es zu dieser Zeit noch ein gutes Stück größer war und über weitreichende Verteidigungsanlagen verfügte. Diese erwiesen sich nun auch, zusammen mit der schwer zugänglichen und versteckten Lage des Tals, als sehr effektiv. Denn 3 Jahre lang konnte Elrond in Bruchtal der Belagerung durch Saurons Legionen standhalten. In dieser Zeit hatte Sauron aber auch ganz Eriador verwüstet und noch viele weitere Elben waren nach Bruchtal geflohen. Doch im Jahr 1700 drohte auch diese Festung zu fallen. Dann aber traf Gil-galad mit Verstärkung aus Númenor ein und sie vertrieben Sauron aus Eriador. Damit war auch Imladris gerettet. Daraufhin ernannte Gil-galad Elrond, der bisher sein Herold war, zu seinem wichtigsten Hauptmann und übergab ihm den mächtigen Elbenring Vilja. Elrond beschloss nun, Imladris weiterhin als seinen Hauptsitz zu erhalten und so wurde Bruchtal zu einer zentralen Festung im weiteren Kampf gegen Sauron. Nach dem Untergang von Númenor und Saurons Angriff auf Gondor war es auch im Bruchtal, dass sich die Truppen der Menschen von Arnor und Elben von Lindon sammelten. Dort hielten die Anführer der Menschen und Elben auch Rat und planten ihren Krieg gegen Mordor. Schließlich stellte sich das letzte Bündnis dann auch gegen Sauron
und trug den Sieg davon. Nach diesem großen Sieg zog sich Elrond erneut nach Bruchtal zurück, um dort als Fürst zu herrschen. Dort hatte bis dahin auch Isildurs Sohn, Valandil, gelebt, der aber nach dem Tod seines Vaters Bruchtal verließ, um seinen Platz als König von Arnor einzunehmen. Und da auch Gil-galad im Kampf gefallen war, wurde Elrond nun zu einem der wichtigsten Anführer der Elben. Und auch im dritten Zeitalter blieb Bruchtal so ein bedeutender Ort, den viele Elben, die im Krieg dorthin geflohen waren, nun als ihre Heimat ansahen. Als dann der Hexenkönig von Angmar seinen Krieg gegen Arnor begann, unterstützten Truppen aus Bruchtal die Menschen des Nordens, angeführt durch Glorfindel, der ebenfalls in Imladris lebte. Und nachdem der Hexenkönig besiegt war, er aber sein Ziel, Arnor zu zerstören, dennoch erreicht hatte, unterstützte Bruchtal die verbliebenen Dúnedain weiter, deren Anführer oft zu Elrond kamen, um sich Rat zu holen und von den Elben ausgebildet und gelehrt wurden. Zu diesen zählte auch Aragorn, der in Bruchtal aufwuchs und von den Elben erzogen wurde. Im Verlauf des dritten Zeitalters wurde Bruchtal allerdings von einer Festung mehr zu einem Ort der Weisheit und der Gelehrsamkeit. Und da mehr und mehr Elben Mittelerde verließen, leerten sich auch die Hallen von Imladris zunehmend. Gegen Ende des dritten Zeitalters spielte Bruchtal aber weiterhin eine wichtige Rolle, nicht zuletzt, weil Elrond noch immer dort herrschte und den mächtigen Ring Vilja hielt. Auch war Bruchtal der Ort, an dem Elronds Rat abgehalten wurde. Bilbo Beutlin und die Zwerge kamen auf ihrer Reise nach Erebor dorthin und holten sich in Bruchtal den Rat von Elrond ein. Und die Gefährten um Frodo und den einen Ring wurden dort am 25. Oktober des Jahres 3018 geformt und machten sich von Bruchtal aus auf den gefährlichen Weg nach Mordor. Und für Aragorn wurde dort auch schließlich Narsil neu geschmiedet. Ein aktiver Schauplatz des Ringkrieges wurde Imladris allerdings nicht. Sowohl Frodo wie auch Bilbo, der nachdem er das Auenland verlassen hatte, noch einige Jahre dort lebte, schwärmten nun von Bruchtal. Bilbo nannte es sogar das perfekte Heim. Dort übersetzte er auch viele Lieder der Elben und schrieb seine Abenteuer im Roten Buch der Westmark nieder. So war Bruchtal durch zwei Zeitalter hindurch als Festung, Zufluchtsort, aber auch als der Ort der Weisheit, der Gelehrsamkeit und des Wissens und vor allem auch als Haus von Elrond, einer der bedeutendsten Orte in der Geschichte von Mittelerde. Elrond aber segelte zwei Jahre nach der Vernichtung des Ringes nach Aman und ließ Bruchtal, den Ort, den er selbst gegründet hatte, zurück. Für eine Weile herrschten nun noch seine Söhne Eladan und Elrohir über Imladris. Auch Celeborn lebte noch eine Weile dort, nachdem seine Frau Galadriel Mittelerde bereits verlassen hatte. Schließlich aber verließen alle Elben Mittelerde, und so ging wohl auch sie irgendwann fort. Wann die letzten Elben aber Imladris aufgaben und nach Aman gingen, und ob Bruchtal damit gänzlich verlassen wurde, oder ob die Menschen von Gondor und Arnor dort weiterlebten, ist unbekannt. Und so wissen wir nicht, ob Bruchtal, die Zuflucht und das Zentrum von Wissen und Weisheit, das Elrond einst erbaute und beherrscht hatte, im vierten Zeitalter gänzlich verlassen und aufgegeben wurde, oder ob Aragorn und Arwen den Ort ihrer Kindheit erhielten. Ein letzter interessanter Fakt über Bruchtal ist nun aber noch, dass bekannt ist, welcher Ort Tolkien für das versteckte Tal und Elronds Haus inspirierte. Im Jahr 1911 besuchte Tolkien mit 19 Jahren den Ort Lauterbrunnen in der Schweiz. Besonders seine Zeichnungen von Bruchtal erinnern nun stark an den realen Ort in den Alpen. Und Tolkien selbst schrieb, dass er sich den Weg von Bilbo aus Bruchtal in die Nebelberge so vorstellte wie seine eigenen Wanderungen von Lauterbrunnen aus in die Alpen. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Mittelerde Lore.